wie man eine richtig leckere Süßkartoffelpizza hinbekommt. Und auch wenn ihr nicht vegan oder glutenfrei seid, rate ich euch, sie einfach auszuprobieren. Sie schmeckt richtig, richtig gut und ist halt einfach mal irgendwas anderes zu einer normalen Pizza. Ist halt auch eine gesündere Alternative. Und ich meine, ihr könnt trotzdem richtig viel Käse drauf klatschen, so wie ihr wollt. Der Rand wird richtig schön knusprig und ich habe es diesmal statt Reis, also ich habe es sonst immer mit Reismehl gemacht, diesmal habe ich es mit Sojamehl gemacht, um noch ein bisschen mehr Protein reinzubekommen und es hat so gut geschmeckt. Also ihr könnt mit dem Mehl spielen, ihr könnt auch gerne Weizenmehl nehmen, wenn ihr keine Glutenunverträglichkeit habt wie ich. Genau, ich hoffe es gefällt euch, ich hoffe ihr probiert sie aus, beziehungsweise ihr müsst sie ausprobieren, weil sie so, so, so lecker ist. Genau, vergesst nicht dem Video einen Daumen hoch zu geben, vergesst mich nicht zu abonnieren und viel Spaß beim... Ihr fangt an damit, dass ihr eine Süßkartoffel schält und in Stücke teilt. Entweder könnt ihr sie auf dem Herd dünsten, so wie ich es tue, oder kurz in die Mikrowelle tun, so wie ihr möchtet. Hauptsache, sie ist am Ende gar und ihr könnt sie zermusen. In der Zwischenzeit heizt ihr dann auch den Ofen vor. Ihr bereitet ein Leinsamenei vor, also ein Esslöffel Leinsamen mit 2,5 Esslöffeln Wasser und stellt es beiseite. Und ihr könnt auch schon anfangen, euren Belag vorzubereiten. Wenn die Süßkartoffel dann gar ist, zermusst ihr sie in einer Rührschüssel und gebt dann das Leinsamenei, Soßenbinder bzw. Stärke, Pfeffer, Backpulver, Salz und Mehl hinzu. Am besten ist es dann, den Teig zu kneten mit euren Händen. Ihr könnt zwar auch eine Gabel nehmen oder sowas, aber eure Hände sind am besten dafür. Bis alles schön miteinander vermischt ist und ihr eine Kugel formen könnt. Und zum Ausrollen des Teiges hilft es dann, wenn man diese Teigkugel zwischen jeweils einem Backpapier zwischenlegt und dann ausrollt, dann habt ihr keine Probleme, dass der Teig irgendwie an eurem Nudelholz bzw. wie bei mir hier an meinem Tomatenglas kleben bleibt. Genau. Und ihr schiebt den ausgerollten Teig dann für etwa 10 bis 12 Minuten in den Ofen. Währenddessen habe ich dann noch mein restliches Gemüse klein geschnitten und ja, ich packe Spargel auf meine Pizza. Nach den 10 Minuten holt ihr den Teig aus dem Ofen und benutzt das andere Backpapier zum Wenden. Ihr belegt eure Pizza, wie ihr möchtet. An dem Tag habe ich passierte Tomaten und Hefeflocken als Base genommen und als Topping, wie ihr sehen könnt, Aubergine, Champignons, Zucchini, grünen Spargel und den veganen Reibekäse. Die Pizza wird dann nochmal zum kompletten Ausbacken in den Ofen geschoben und hier kommt es wirklich drauf an, wie knusprig bzw. zerlaufen ihr den Käse haben wollt. Diese Pizza war dann noch für 15 Minuten im Ofen, aber wenn ihr den Rand nicht so knusprig haben möchtet, dann reichen 10 Minuten auch völlig aus. Oder wenn ihr den Käse braun haben wollt, dann könnt ihr den auch noch 18 Minuten backen. Ich dachte mir, ich mache mal einen kleinen Taste-Test, weil ich habe das noch nie mit Sojamehl ausprobiert, sondern nur mit Reismehl und wollte gucken, wie das mit Sojamehl schmeckt. Digga, das ist mies geil. Mm. Und die Kruste ist auch richtig schön knusprig. Warte. So. Hört ihr? Wahrscheinlich nicht, die Vögel sind so laut. Mm. Geil, nach der Arbeit so. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr macht es nach, weil das ist wirklich richtig geil und super einfach. Das ganze Rezept findet ihr auch nochmal unten in der Infobox verlinkt. So wie immer, gebt dem Video doch einen Daumen hoch. Und, oh mein Gott, ich habe so Hunger. Bye!